Ja, hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Kritik und heute geht es um den zweiten Versuch, eine US-amerikanische Version des japanischen Kultmonsters Godzilla zu erstellen. Ja, Godzilla wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und die Trailer haben schon gewisse Erwartungen geschürt. Man kann sicherlich auch mal wieder von so einem obligatorischen Hype sprechen. Und nun ja, Gareth Edwards hatte sich ja einst mit diesem Film scheinbar dafür ja, beworben gehabt oder die Produzenten des Films sind quasi auf ihn gekommen. Er muss sich mit Monstern auskennen. Der größte Unterschied war allerdings, dass Monsters kein wirklicher Monsterfilm war. Das muss man letzten Endes so sehen. Und so ist es auch mit dem neuesten Godzilla-Film, der irgendwie eine Mischung aus Familiendrama, Katastrophenfilm und Monster-Movie ist. Und Godzilla hier sehr viele ikonische Auftritte beschert. Damit muss ich schon mal sagen, viele hatten gesagt, wir haben hier keinen Godzilla gesehen. Wo ist Godzilla? Der war nur die letzten 3 Sekunden zu sehen. Da würde ich glatt den Markt zitieren und sagen, das war's? Das war alles? Ach, zum Glück ist dem nicht so. Allerdings war hier mal wieder die Devise am Start, weniger ist mehr und man kommt am Ende auch nicht aus dem Film raus mit einem Gefühl der Übersättigung oder man hat sich dran satt gesehen, definitiv nicht. Obwohl die Handlung richtig banal daherkommt, aber das muss bei einem Monsterfilm sein. Man greift natürlich wieder so Themen auf, wie der Angst der Menschen vor einem nuklearen Fallout, Hiroshima, Nagasaki oder auch halt jüngst Fukushima. Und ja, im Grunde genommen geht es hier um die Familie Brody. Joe Brody arbeitet 1999 in einem Atomkraftwerk in Japan und dann kommt es natürlich zu einem schicksalhaften Ereignis, zu einem Erdbeben. Und da macht der Film quasi einen Sprung ins Jahr 2014 und nimmt die Ereignisse von damals auf. Es geht um eine große Verschwörung und dann natürlich um Monster, die die Welt bedrohen. Und ja, nur einer kann dieses Problem lösen. Godzilla muss die Probleme, die Verfehlungen der Menschen quasi wieder ausmerzen. Ja, die Menschen haben sich die Erde auch nur geliehen. Und es gibt größere Mächte, die sie natürlich von dieser quasi wegfegen könnten. Und ja, diese Kreaturen, die sogenannten Mutos, folgen eigentlich nur ihren niederen Instinkten, und ziehen natürlich eine Schneise der Zerstörung hinter sich her, aber die Menschen interessieren sie letztendlich nicht. Ja, sie sind einfach nur im Weg, das muss man mal so sehen. Ja, Godzilla ist hier natürlich wieder der große Anti-Held. Er wird zudem hochstilisiert. Niemand möchte ihn wirklich umbringen, aber alle wollen das Problem irgendwie auf ihre Art und Weise lösen. Und ja, das ist natürlich die hohe Erzählkunst des Trivialkinos, das muss man einfach sagen. Man muss ein Faible für Monsterfilme haben, man muss klar damit kommen, dass hier Monster vorkommen. Aber man sollte definitiv keinen zweiten Pacific Rim erwarten. Denn die Sache ist so, wenn Godzilla auf seine Kontrahenten trifft, ja, und man denkt, jetzt gibt's eins auf die Fresse, macht der Film einen Break und wir sehen dann Ausschnitte von den Kämpfen nur im Fernsehen. Okay, gut. Aber das hat sicherlich auch den Sinn, dass Edwards Dramatik aufbauen wollte, vor allem Atmosphäre, und das ist auch zuträglich der Spannung, wenn man vieles nur andeutet und sich quasi das Beste wirklich nur für den Schluss aufhebt. Und das hat dann letzten Endes auch funktioniert. Zumal dieser Godzilla hier wirklich an das japanische Original heranreicht, natürlich sicherlich vom Gesicht her etwas anders wirkt, aber hier hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und Godzilla, aber auch die Mutos sind keine leblosen CGI-Klumpen, die ans Bild kopiert wurden und ein paar Städte platt machen. Definitiv nicht. Diese Kreaturen zeigen genauso Emotionen. Und es ist ein Film, der sehr viel Herz und Seele hat, der Ende hin in wirklich sehr düsteren, fast schon postapokalyptischen Bildern schwelgt und mit einem wirklich grandiosen Soundtrack von Alexandre Desplat ja, untermalt ist. Und immer diese Momente, wenn Godzilla auftaucht oder irgendwas passiert oder seine Gegner, musste ich schon ein Tränchen wegdrücken, weil diese Momente waren wirklich sehr erhaben. Sie waren wirklich bildgewaltig, einfach nur riesig. Und das hat wirklich richtig gut funktioniert von Anfang bis Ende. Und deswegen war ich überrascht, zumal der Cast auch hier wirklich sehr souverän ihre Stereotypen-Charaktere verkörpern. Bryan Cranston, ja, wird für alle auf ewig Walter White sein. Hat eigentlich nur eine größere Nebenrolle. Ich hätte gern mehr von ihm gesehen, aber naja, aus dramaturgischen Gründen wird er irgendwann aus der Handlung rausgekappt. Ist halt nun so. Und ja, dann
natürlich noch die anderen Hauptdarsteller, vor allem Aaron Tyler Johnson, den man als Kick-Ass kennt, schlägt sich doch hier sehr wacker. Und das Schöne ist auch, obwohl hier dann wirklich sehr viel Militär im Vordergrund ist und so, ist der Film bis auf eine ganz, ganz, ganz kurze Szene überhaupt gar nicht patriotisch angehaucht. Der Film ist sehr seriös, er ist sehr ernsthaft. Es gibt hier auch zum Glück mal keine Comic Reliefs à la Michael Bay oder auch Roland Emmerich wie aus seiner Godzilla-Version. Und ja, der Film ist sehr ernsthaft, er ist sehr düster. Man muss hier Ironie schon suchen, aber sie ist auch irgendwo versteckt. Und ja, das passt dem Film wirklich sehr gut und verleiht ihm einen wirklich richtig guten Charme. Und ja, deswegen, ich war einfach nur baff, als ich dann aus dem Kino rauskam, als der Abspann lief und mir überlegt habe, was habe ich da eigentlich gesehen. Und in dem Moment geht es mir genauso, weil sehr viele Momente einfach im Kopf hängen geblieben sind. Es ist ein Film, ja, mit dem man sich sicherlich auch berieseln lassen kann, aber der es definitiv schafft, auch einen mitzureißen. Und in dieser Größenordnung bekommt man das in letzter Zeit eigentlich eher selten geboten. Es ist eher so, dass man sich quasi, was die optischen Eindrücke geht, immer wieder übertrumpfen möchte. Aber hier ist es halt anders, weil Edwards dann doch gewisse Elemente Stilistik, auch die ruhigen Momente halt quasi aus seinem Vorgängerfilm, hat auch hier mit einfließen lassen. Von mir bekommt Godzilla wirklich wohlverdiente 10 von 10 Punkte. Definitive Empfehlung, vor allem für Genre-Fans, denn hier gibt es auch Godzilla zu sehen. Ich weiß nicht, was die anderen gesehen haben, die haben scheinbar irgendwas anderes gesehen, aber nicht diesen Film. Ist einfach so. Und ja, mich würde natürlich interessieren, ob ihr den Film schon gesehen habt oder ob ihr euch anschauen möchtet. Und ja, das war's mit einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.